Einen wunderschönen guten Abend, liebe Nathalie, nach Luxemburg. Hallo, guten Abend. Ich freue mich, dass du mein Interviewgast, so mein Highlight zum Ende diesen ja aufregenden, verrückten, ich weiß auch nicht, was mit diesem Jahr los war, aber dass du quasi das Sternchen zum Schluss bist, bevor ich offline gehe dann in 2 Tagen. Und ja, Nathalie, erzähl unseren Zuschauern doch mal, wie wir uns kennengelernt haben und was wir dieses Jahr alles schon angestellt haben und auch was wir im nächsten Jahr noch zusammen geplant haben und was du geplant hast. Ja, also ich bin die Natalie aus Luxemburg und ich danke der Andrea dann für dieses Interview. Das Beste dann immer zum Schluss. Und Genau. wie du schon gesagt hast, es war ein total verrücktes Jahr für jeden, aber für mich auch ein ganz angenehmes Jahr und eigentlich ein ganz positives Jahr, weil ich ganz viele neue Entdeckungen gemacht habe und diese Zeit eigentlich ganz gut genutzt habe, so zu zweit zu Hause zu sein, dann ist man nicht nur Mami, weil ich bin Mami von 2 kleinen Kindern und ich konnte dann ein bisschen Pause haben und habe dann so im Internet gesurft und naja, man guckt sich ja dann um, ne? Und dann bin ich irgendwie so auf ätherische Öle gestoßen und dann gab es immer Workshops dazu und dann kam so ein ganz besonderer Workshop, so Kurs Urkräfte der Frau und ich konnte mit Beta gar nichts anfangen. Ich dachte, was ist das? Ach, klingt interessant. Schreib's da mal an, die Andrea. Hab eine Mail geschickt. Ja, und das ist eigentlich der Start unserer Geschichte, dass ich die Andrea kennengelernt habe und auch die ätherischen Öle, die mich dann auch noch zu einer anderen Richtung weitergeleitet haben, weil ich halt gerne massiere. Ich tue halt gerne Menschen Gutes. Und ja, mit ätherischen Ölen kann man das noch besser machen. Und es war mir aber auch wichtig, jetzt mal zu mir zu finden und mit mir zu arbeiten. Und ich denke, das ist auch so Schlüssel für jede Frau oder für jeden Mensch, auch die Männer. Man soll auch manchmal die Zeit für sich nehmen. Und da habe ich ganz tolle Sachen entdeckt, die ich gar nicht wusste, was so Frauen alles so mit sich bringen und mit sich haben. Und habe auch ganz viele Erklärungen bekommen für manche Situationen, die ich in meinen Zyklen gar nicht verstanden habe. Sei es schon von früher, von der Pubertät oder von der Schwangerschaft, die ich auch schon vorbei war, oder von der Geburt. Aber rückblickend war das für mich auch ganz open-minded, sag ich. Und ich konnte dann immer noch meinen Freundinnen davon erzählen, sag, ich habe einen Kurs da über Schwangerschaft und Geburt und ich habe das immer so weitergegeben, weil es einfach so, so toll war, was man da gelernt hat. Und was mich am meisten, allermeisten begeistert hat, waren die Jahreszeiten. Also ich wusste gar nicht, aber das hat ganz vieles erklärt, ne, wenn du die Farben hast. Und ich habe dann meine Antwort bekommen und ich sehe das jetzt ganz anders. Ja. Und dann die Andrea, die hat immer, immer mehr Online-Kurse gegeben, weil die Situation hat sie dann auch so ein bisschen gepusht, dass man sich halt nicht nach Hamburg fliegen kann oder so. Dann musste ja man alternativ denken. Und ja, da kam halt so ein Kurs nach dem anderen, immer wieder über Öle, sei es ein Öl im Haushalt, sei es Öle für Wellness oder für Do-it-yourself-Workshops. Und irgendwann hat die Andrea dann auch preisgegeben, dass sie Mentorin ist und dass sie Kurse anbietet. Und ja, dann habe ich mich mal bei ihr im Aroma-Expertenkurs eingeschrieben. Und ja. Das habe ich dann durchgezogen und wir haben uns super kennengelernt und haben ganz schnell gemerkt, dass wir ganz viel verbunden, also wie sagt man das, Gemeinschaften haben. Ja, so ganz viele Gemeinsamkeiten, ne? Das harmoniert ganz schön. Genau, dann kamen wir von Ölen auf Steine, von Steine zum Mond, Energie, Rituale und ja, also wir haben uns da total ergänzt und dann habe ich dann die Andrea nach meinem Kurs dann auch gefragt, ob sie dann Lust hätte, mich da ein bisschen zu unterstützen. Respektiv, sie hat mir auch einen Weg gezeigt in dem Mentoring, wie ich das dann angehen soll, weil es ja auch neu für mich ist, das auch hier alles. Das ist eine neue Welt. Und das ist aber schön, dass es online auch möglich ist, mit Menschen zu kommunizieren, weil es jetzt nicht anders machbar ist. Aber man kann so viel erreichen und das hat mir Spaß gemacht und hat mich auch motiviert und mich in meine Mitte gebracht, weil ich einfach meine Zeit so einteilen kann, wie es mir passt. Ja. Ich habe keinen Druck und es macht Spaß.
Und ja, unsere Arbeit hört noch nicht auf, weil immer wieder entsteht eine neue Idee, entsteht wieder was Neues. Ja. Ich habe auch das Maler-Workshop mit der Andrea gemacht, das Vision Board. Also auch ganz total eine super Erfahrung. So schön geworden, dein Vision Board. Oh, ich liebe das. Ganz nah. Es ist noch immer nicht ganz fertig. Ich habe ja noch ein bisschen bis Ende des Jahres. Genau. Aber das motiviert ihn auch wieder. Und die Malerkette, ich habe daran gezweifelt, aber ich trage sie ganz gerne und sie hilft mir auch ganz viel dabei. War auch ein super interessanter Kurs. Und dann kam die Idee, ja, die Andrea hat sich auch so für Mond und Rituale interessiert und hat sie mir ein bisschen Fragen gestellt und ich habe gesagt, ja, ich habe mich jetzt dieses Jahr damit beschäftigt und das gefällt mir und je mehr ich darüber lese und je mehr ich dafür ausprobiere, merke ich, dass da irgendwie eine Wirkung ist und irgendwie eine Energie, die ich anziehe und die bei mir so viel verändert hat zum Positiven, dass ich das teilen möchte. Ja, genau. Apropos teilen, teil am Ende bitte in die Kommentare deine Gruppe. Ja. Deine Full Moon Woman Circle Gruppe. Da ist Nathalie nämlich super aktiv und stellt immer ganz tolle Orakel-Posts rein. Und ich freue mich immer, wenn ich einen Beitrag von der Gruppe sehe. Du betreust die so liebevoll, diese Gruppe. Ich finde es großartig. Dankeschön. Ganz, ganz toll. Mir macht es einfach Freude, wenn ich dann in den Kommentaren lese, ach, das hat ja total wieder heute gepasst oder genau das hatte ich vor oder das tut mir gut. Und da merke ich einfach, dass ich die Energie weitergeben kann. Mhm. Und es ist wirklich, ich sage immer, es ist einfach Magie, weil ich ziehe die, ich lege die, also manchmal sage ich schon, ich habe die bewusst jetzt gelegt oder ich habe sie gezogen, aber alles andere ist wirklich Zufall. Und es gibt ja keine Zufälle. Das heißt, es sind genau die Karten, die ihr braucht. Und ich höre mich dann auch immer um in meinem Umfeld und wenn du mit mir halt kommunizierst, dann verspüre ich auch Themen, die angesprochen werden müssen. Und manchmal hat man viel zu der Schlüssel. Und so eine Affirmation und so eine Botschaft, dann denke ich immer, das hilft dir halt voranzukommen. Ja. Auch. Und dann wieso nicht den anderen? Ja, also du hast es ganz wunderbar verbunden, den Mond mit den Steinen und den Ölen jetzt. Und da darf dann im Januar ein gemeinsamer Workshop, eine Workshop-Reihe starten, wo ich dich ja noch ein Stück weit mit begleiten darf. Und dann ist es so dein Durchbruch, dein Debüt. Das erste Mondritual hatten wir ja schon jetzt im November und so als Generalprobe. Denn es geht ja auch darum, in meinem Mentoring, in meinem Coaching, dass genau das rausgefunden wird, aber selber rausgefunden wird, eben intuitiv, wo darf es denn hingehen? Und dann begleite ich so, bis es dann gestartet ist und du bist auf einem super Weg und ich freue mich total, denn du sollst ja auch am Ende Geld damit verdienen. Es ist wichtig, dass wir in uns investieren, in unsere Persönlichkeitsentwicklung und in unser Business. Aber irgendwann darf es natürlich auch Früchte tragen. Und jetzt hast du ja den Herbst, Winter optimal genutzt, um was auszusehen und den Weg zu ebnen, trotz dieser verrückten Welt da draußen. Da haben wir ja echt das Beste draus gemacht. Ja. Das hätten wir uns auch nicht kennengelernt. Ich hätte niemals einen Online-Kurs gegeben, wäre das global nicht eskaliert. Dann würde ich hier in Hamburg weiter meine Workshops geben. Und es gibt dieses Interview heute nicht. Also von daher, absolut ein geniales Jahr, auch wenn es mega abgefahren war. Und ja. Ja, das ist ja, was ich sage. Also es war vielleicht nicht alles positiv. Nee. Aber das, was positiv war, soll man einfach mitnehmen und das nicht an diese Sachen erinnern und nicht an die anderen. Genau, das ist immer, wo wir unseren Fokus drauf legen, ne? Auf das oder das, positiv oder negativ. Wir haben das Beste draus gemacht. Und genau deswegen will ich ja diese Rituale machen und ich ja. Auch so, das ist so eine Frauenrunde und früher, also wirklich früher, weil man wirklich jetzt zurückgeht in die Zeit, da waren wirklich so Frauenkreise, die sich wirklich getroffen haben. Die haben sogar die Menstruation gefeiert, unter dem Mond.
Also das Frausein, diese Urweiblichkeit, dieses instinktives Handeln, was wir haben. Und wir sollen keine Konkurrentin sein, sondern wir sollen uns alle zusammen in die Hände nehmen und einfach alles teilen. Und weil wir sind alle gleich. Und das finde Ja, ich. und es macht viel mehr Freude und wir ergänzen uns so schön und jede ist sowieso einzigartig, ne? Und was sollen wir da alleine vor uns hin irgendwie dümpeln? Da kommt man nicht weiter und Distanzen sind gar kein Problem mehr jetzt, ne? Wir haben alle verstanden, man kann auch eine Energie online aufbauen. Tatsächlich hätte ich auch nie gedacht, wo ich ja mit den ätherischen Ölen überlegt habe, wie machst du das denn jetzt im Workshop? Früher habe ich halt das Fläschchen rumgegeben oder was aus der Aromaküche mitgebracht. Das ging jetzt alles nicht mehr. Und ich dachte, oh je, wie sollst du das transportieren übers Internet? Und es geht, genau wie mit deinem Mond-Harmonisierungsabend. Das geht, Rituale, man spürt die Energie. Das ist unglaublich, ne? Was wir da an Verbundenheit schaffen konnten. Und ich finde es einfach schön, weil es ist so ein angenehmer Moment, wo du für dich selbst ja. nicht bist, aber es teilen kannst. Und ja, man tut sich nicht oft genug so Achtsamkeit. Also man braucht es mehr. Und so mit meiner Hilfe, denke ich mal, gebe ich dann dir, also meine Sterne, ich nenne dich immer Ja. meine Sterne, weil in meiner Gruppe seid ihr alle Sternchen. Ja, das finde ich so süß. Und da denke ich einfach, ich will euch einfach die Möglichkeit geben, nehmt euch jetzt mal die Zeit oder euch einfach daran erinnern, heute ja. Abend ist dein Abend, tu dir mal was Gutes. Und ich hätte jetzt nie gedacht, dass ich von meinem Raindrop-Massage und also meine Wellness-Abende zu Ritual und den Mond kommen, aber so entwickelt sich halt und ich habe es angenommen. Und ja, ich finde es einfach schön, das zu teilen. Und ja, ich habe ja diese zwei Gruppen. Einmal diese Full Moon Gruppe. Und dann gibt es auch noch die Senati Gruppe. Und das ist halt meine, wo ich dann eher über die Öle spreche und meine Massagen und einfach so Wellbeing und ja, und einfach auch dir so selbst was Gutes tun, indem du selbst eine Maske zu Hause machst, indem du einfach so ein Gesichtsbad manchmal machst. Das ist ja, nicht viel. Super. Auch nur so kleine Botschaften, da mache ich auch ein bisschen Orakel. Und ja. Auch da super Feedback, auch hat heute wieder geholfen und ich schicke euch immer dann die Energie für die Woche. Ja, teilt die Gruppe auch unbedingt in den Kommentaren, genau, dass du da noch mehr Menschen erreichen darfst auch. Und ich habe hier jetzt schon mal mit reingeschrieben in die Beschreibung den Link zum Kurs. Und der Kurs, du hast da zwei Möglichkeiten als Selbstlernkurs, das Ganze mit einem Feedbackgespräch mit mir. Und ich habe mich ganz spontan gestern Abend dazu entschlossen, dass der Kurs nächstes Jahr dreimal auch nochmal mit Live-Begleitung sein wird. Also wo wir uns an drei Abenden dann treffen, nicht an sechs wie in der Beta-Test-Version. Da hat mir ja Nathalie unter anderem eben mit den anderen Teilnehmerinnen aktiv geholfen, diesen Kurs überhaupt zu gestalten, den gab es ja gar nicht und jetzt gibt es den und ich habe festgestellt, es ist einfach ein großer Bedarf, dass die Frauen währenddessen noch ja eine Ansprechpartnerin haben, also in dem Fall dann ja mich als Kursleitung und deswegen wird es den zur Frühlingstag-Nachtgleiche. Ich habe es auch ganz bewusst an den Jahreszeiten festgelegt, die Starttermine, wird der erste Live-Start sein. Das habe ich gerade alles auch noch im Hintergrund angelegt. Es wird ein Webinar geben, wo man sich darüber nochmal informieren kann, was kommt denn in dem Kurs vor und ja, was machen wir an den drei Live-Abenden und als Special, weil das ist auch erst während der Beta-Version dieses Jahr, ich wollte schon letztes Jahr sagen, aber wir sind noch in diesem Jahr, mir dann als Idee gekommen, Räuchern passt jetzt nicht unbedingt so zu den Jahreszeiten, wo ich dann starte, aber ich habe ja auch ein Kakao-Zeremonie-Ritual vorgestellt und das kann man auch super toll mit ätherischen Ölen kombinieren, als extra Herzöffner sozusagen. Und die Live
Variante wird dann auch mit einem kleinen Goodie-Paket sein, wo wir unter anderem eine Kakaozeremonie machen. Ganz schön, das finde ich ja super spannend. Also bin ich auf jeden Fall dabei. Ja, also er hat sich ja auch weiterentwickelt, der Kurs. Die Meditationen sind alle überarbeitet worden. Die sind jetzt in richtig schick und es sind noch mehr Worksheets dazugekommen. Also er ist ja noch weiter gewachsen. Und ja, ich bin ganz gespannt auf die neue Runde sozusagen. Aber jetzt haben wir ja kurz vor den Rauhnächten. Es wird ganz, ganz spannend. Bei dir auch wahrscheinlich mit dem Mond dann jetzt noch. Und im Januar, am 7. Januar starten dann Nathalie und ich Nathalies Workshop-Serie, die über 6 Abende gehen wird. Und wir treffen uns dann außer der Reihe quasi zum 6. Abend, weil dann das Vollmondritual stattfinden wird. Und das haben wir natürlich auf einen Vollmond gelegt. Das hätte ja jetzt anders keinen Sinn gemacht. Deswegen ist der Termin einmal ein bisschen nach hinten. Aber wir gehen bis zum 11. Februar. Ne? Also vom 7. Januar bis zum 11. Februar treffen wir uns 6-mal. Und jedes Mal bekommen wir super Input von Nathalie zum Mond, Steinen und Ölen. Und ich bin da so ein bisschen im Hintergrund, denn das ist ja Nathalies Debüt. Aber ich stehe da so quasi als seelische Unterstützung mit dabei und werde auch das ein oder andere Orakel oder ein kleines Ritual zwischendrin machen. Und genau, und da freue ich mich total drauf, denn mit Mond bin ich noch nicht so bewandert und das überlasse ich dann der Expertin. Ach, ja. Und wir müssen ja auch noch feiern. Nathalie ist nämlich jetzt auch Aroma-Expertin und bekommt noch in diesem Jahr, so hoffe ich, die Post will, ihr Zertifikat zugeschickt. Sie ist an der Aromachemie fast verzweifelt, so wie ich damals und so wie, glaube ich, fast jede Aroma-Expertin, die sich damit beschäftigt hat, mit diesem ganzen Kram. Aber es hat sich gelohnt, ne? Auf jeden Fall und es macht aber trotzdem Spaß, auch wenn es da manchmal so knifflig war, man kennt es dann auch von der Schule, es gibt ja immer Themen, wo man sich ein bisschen durchspeisen muss, aber hier macht es trotzdem noch immer mehr Spaß, weil ich es für mich gemacht habe. Ja. Und, ja, also ich danke dir wirklich auch für dein Vertrauen in diese Mondexperten, also ich bin ja auch da noch in dieser Welt, wo ich noch rein. Ja, aber und hast ein mega Wissen und allein wie du das rüberbringst, ne, mit dieser Energie und die Kombination, das ist so toll. Ja, ich bin ja dann auch immer so ein bisschen kreativ geworden. Ich habe dir das gestern ganz kurz verraten. Durch diese Öle und Steine und Energien, ja, da kam mir dann so eine Inspiration, wo ich noch das irgendwann mal so begegnet habe und sagte, ja, wieso machst du nicht da so ein eigenes Ding draus? Und jetzt kannst du bei mir so eine Magic Bottle aufstellen. So ein kleines Fläschchen. Soll ich das mal zeigen? Ja, unbedingt. Das ist so ein kleines Fläschchen. Oh, die sind so süß. Also die kann man so als aufhängen oder halt, das kannst du entscheiden, ob du sie hinstellen möchtest, ob du sie bei dir trägst. Auf jeden Fall, der Inhalt ist halt mit Edelsteinen gefüllt, Blüten und Ölen. Und hier habe ich zum Beispiel Mondstein. Mondstein ist da drin, ja. Ist Mond. Ja. Und Orchideeblüten, Löwen. Mhm. Und 2 Tropfen vom ätherischen Öl, Magnify Your Purpose. Öl, was ich ganz oft nutze, wenn ich mein Wunschritual mache. Ja, dafür ist es auch super. Damit halt die Frequenz und die Energie von dem Stein, von dem Mondstein auch nochmal verwirklicht wird. Und das steht ja auch für intuitive Lebenskraft. Ja. Und begleitet ganz viele Frauen. Ja, Mondstein ist ein super wichtiger Frauenstein. Genau. Und ja, das verrate ich dann auch, wenn, also ich mache dann auch ein Kärtchen dazu, wo dann auch alles draufsteht, was drin ist und für was es gut ist. Und ja, ich freue mich, wenn ihr Lust habt, da mal eine Flasche, sagen wir mal, Infos zu bekommen. Ich werde noch weitere machen, sei es von Balance, sei es über Liebe, sei es über Schutz. Also alles so, was wir gebrauchen können, um gute, positive Energie zu
bekommen. Und wenn ihr zum Beispiel ein Thema habt und ihr möchtet eine Flasche dazu, könnt ihr mir einfach mal schreiben und vielleicht finde ich ja was in meinen Steinen, meinen Ölen, was ich da für euch kreieren kann. Das macht mir dann noch mehr Spaß. Bestimmt. Und was wir dann natürlich aber erst im Workshop verraten, warum die Kombination ätherische Öle und Heilsteine so super sinnvoll ist. Aber das verraten wir dann im Workshop. Genau, muss ja ein bisschen noch spannend. Genau. Ein paar Specials müssen wir uns ja noch aufheben, ne? Genau, ja. Dann danke ich dir super, super lieb, liebe Nathalie. Und ich wünsche dir und deiner Family ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest, trotz oder wegen alle. Man kann es ja sehen, wie man möchte. Einen magischen Jahresübergang mit den rauen Nächten. Und bleibt gesund, bleibt alle gesund. Und dann starten wir am 7. Januar. Auf jeden Fall, Andrea, ich danke dir und ich wünsche dir natürlich alles, alles Liebe auch. Ein schönes Heiligabend, schöne Weihnachten, ein gutes Ende für dieses Jahr und einen guten Start ins Neue. Ja. Und am 7. sehen wir uns dann auch wieder und euch allen auch, meine Sterne. Ja, euch allen. Sterne. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Und in 2 Tagen gehe ich offline bis zum 7. Januar dann mit Nathalie im Harmonisiere mit dem Mond Workshop. Vielen Dank. Einen schönen Abend. Schönen Tschüss. Abend.